liebe Freunde, und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Leni und Toni Show Nummer 111. Eine Schnapszahl. Verrückt. Also zuallererst müssen wir uns bei euch allen bedanken für diese wahnsinns vielen, fantastischen, tollen, mutmachenden Chaka-Kommentare. Die haben mich insbesondere sehr, sehr, sehr aufgebaut. Und für alle, die es vielleicht auch gelesen oder überflogen haben, es gibt wirklich so, so viele Schicksale, die jetzt von dieser Krankheit betroffen sind. Also wir schaffen das alle gemeinsam. Ich war sehr positiv gestimmt, dass wir das alles hinkriegen. Und wir haben beschlossen, alle beide, wir werden einfach nur positiv in die Zukunft gucken. Irgendwie schaffen wir das. Wir haben schon ganz andere Sachen geschafft. Und also... Ja, weil es, am Ende nützt es ja nichts, ja. Also ich meine, du kannst natürlich jetzt Trübsal blasen, ja, und kannst den Kopf in den Sand stecken und kannst dich ärgern und was weiß ich was. Es bringt ja nichts, weil es ist ja, wie es ist, ja. Also dann zieht man doch wirklich dann das Positive raus und macht ein gescheites Gesicht dazu, und weil ändern können wir es ja doch nicht. Nein. Ja. Und schlechte Zeiten überlebt man mit guter Laune viel besser als mit Trübsalblasen. Auf jeden Fall. Weil auch das Immunsystem ist stärker, wenn man positiv gestimmt ist, wie wenn man so kriegscremig durch die Gegend läuft. Ja, dann kommt der Schnupfen oder der, egal wer, viel schneller an dich dran. So sieht's aus. Ich bin einfach ein sehr empathischer, sehr nah am Wasser gebauter Mensch und kann dann über so Sachen ganz schlecht reden. Aber ihr merkt, ich habe mich gefangen und auch bei mir läuft's wieder. Letzte Woche lief's besonders. Ich habe sehr viel gearbeitet und war fast gar nicht zu Hause. So viel zu dem Thema, wie wir uns die Zeit vertreiben. Ja. Aber wenn man im Supermarkt arbeitet, ist das im Moment so, weil da muss man Klopapier auf Paletten durch die Gegend fahren und sich wundern, dass nach 10 Minuten nichts mehr da ist. Leute, lasst es einfach doch sein mit diesen Hamsterkäufen. Oder ist es jetzt ein Volkssport zu Lasten anderer geworden? Finde ich auch nicht toll. Also, nein, ist ja auch schon viel besser geworden. Ja, es ist schnell. Ja, wo sollen die denn alle hin mit dem ganzen Klopapier? Du, irgendwann frag mich bitte nicht. Ja, voll, ich kann diese Frage so nicht halt, mehr. Ja. Hören. Bitte, bitte. Habt ihr eigentlich noch Klopapier? Ja, gut. So, also ich habe ganz, ganz viel gearbeitet. Aber zuallererst, also wir wollten uns bei euch bedanken. Und dann haben wir noch ein Danke-Video bekommen vom Thomas. Hallo, Leni und Toni. Und hallo, Clara. Ich bin Thomas aus Karlsruhe, arbeite in der Notfallrettung. Und auch ich wollte mal Danke sagen. Danke, speziell dir, Leni, stellvertretend für alle, die tätig sind im Discounter, im Supermarkt, in den Lebensmittelgeschäften und dafür sorgen, dass die Regale immer aufgefüllt werden. Ich danke auch den Landwirten, die für Nachschub sorgen. Ich danke den Bäckereien, den Metzgereien, den Apotheken, die noch offen haben. Und ich danke dir, Toni, stellvertretend für alle Handwerker, die jetzt noch unterwegs sind. Ich danke den Kliniken, angefangen vom Reinigungspersonal über die Pflege bis hin zu den Ärzten. Ich wollte mich bedanken bei den Kollegen der Feuerwehren. Ich wollte mich bedanken bei den Kollegen der Polizei. Auch wollte ich mich bedanken bei denen, die dafür sorgen, dass wir in diesem ganzen Chaos nicht im Müll ersticken. Ich wollte mich auch bei all denjenigen bedanken, die jetzt viel zu tun haben, indem dass sie die Pakete und die Post zustellen. Zu guter Letzt wollte ich mich bei all denen bedanken, die die Regel befolgen und zu Hause bleiben. Bleibt gesund oder werdet gesund. Tschüss, euer Thomas aus Karlsruhe. So, also, danke, Thomas. Genau. Und danke, wie gesagt, an euch alle, die ihr Kommentare geschrieben habt und Nachrichten und WhatsApp und E-Mails und alles. Wir haben alles gelesen, aber wir können einfach nicht alles beantworten. Ich habe noch nicht mal geschafft, unter dem Video alle Herzchen zu vergeben, weil, wie gesagt, ich war ständig weg und habe Klopapier aufgefüllt. Es ist, wie es ist. Ja, seid alle gedrückt, die was geschrieben haben, und entweder schaffen wir es noch oder ihr habt jetzt unseren Herzchen. Dank, unser Herzchen. Genau. Also bitte weiter so, auch unter dieses Video. Und wenn dann auch wieder Herzchen kommen, ist gut. Und wenn nicht, dann muss ich wieder arbeiten, weil es wird auch diese Woche nicht besser werden oder weniger, weil es ist so. Und das ist auch gut so, weil wir brauchen ja Kohle. An dieser Stelle auch Dank an alle, die uns Tipps geschrieben haben. Da waren so tolle Sachen auch dabei. Also Berater, Bankmitarbeiter, Mitarbeiter vom Amt und so. Also wirklich, wirklich so wichtig tolle Sachen, auch für alle anderen, die vielleicht betroffen sind von dieser Sache. Die das auch dann lesen und da ihre Schlüsse draus ziehen können. Ja. Genau, ja. Tatsächlich ist es so, dass
was die Schreinerei angeht, gar nicht so ein großes Problem ist und wir wollen auch überhaupt gar keinen Kredit aufnehmen eigentlich. Das Problem waren tatsächlich die Ferienhäuser, weil wir da den Beschluss haben, dass keine Gäste anreisen dürfen und das wird wahrscheinlich auch noch bis in den Mai so gehen. Und dann haben wir versucht, mit unserer Sparkasse Kontakt aufzunehmen. Das haben wir euch ja letzte Woche schon erzählt. Und der Bankberater hat uns eine E-Mail geschrieben, er sei in häuslicher Quarantäne. Tatsächlich haben wir dann versucht, seinen Stellvertreter anzurufen. Und in der Zwischenzeit kam raus, sie sind beide infiziert. Die haben beide tatsächlich Corona. Ja. Und noch ganz viele andere Menschen, die bei dieser Sparkasse arbeiten, haben das. Und es wird vermutlich auch nicht weniger werden. Darum wieder Geduld, Geduld, Clara, für alle. Und wir haben aber dann einen ganz lieben Brief bekommen, dass wir uns keine Gedanken machen müssen. Und ich denke, alle Sparkassen und Banken in ganz Deutschland werden jetzt irgendwie überhand, geduldig ja. sein ja. müssen mit Zahlungen und flexibel mit Dispo-Ausschöpfungen und all sowas. Wir werden das alle hinkriegen, finanziell und hoffentlich auch gesundheitlich. Gesundheitlich an erster Stelle. Ja. Ja. Ansonsten ist es so, dass man unterschiedlich in den Bundesländern Zuschüsse beantragen kann. Das für euch alle anderen noch. Wenn ihr Solo-Selbstständige seid oder Kleinunternehmen habt oder irgendwie sowas, das ist unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Dann müsst ihr einfach mal auf die Internetseite von eurem jeweiligen Bundesland gehen und dann kommt ihr dahin, wo man die Zuschüsse beantragen kann. Hier in Hessen geht es ab heute und dann muss man mal sehen, wie schnell das alles dauert, weil ich denke, es wird nicht so schnell gehen wie versprochen, aber... Ja, klar, weil es ist ja eine Flut, es wird ja eine Flut werden von Anträgen, ja, bis das alles irgendwie bearbeitet ist. Sie haben ja versprochen, dass es schnell und unbürokratisch geht, aber trotzdem muss das ja irgendwie abgearbeitet werden, ja. Sind wir mal gespannt, wie es funktioniert. Ja, so, Thema Ende jetzt mit Corona und allem anderen. Oder? Ja. Die Woche. Also, wir wechseln mal kurz das Thema. Und wir hatten ja dann letzte Woche dazu aufgerufen, euch zu bitten, uns zu schreiben oder Videos zu schicken, was ihr so macht und wie ihr die Zeit verbringt. Und wir wollten euch das auch gerne erzählen, was wir diese Woche gemacht haben. Bei uns ging erstmal die Heizung nicht mehr. Ja, die Heizung im Haus... Also die ging schon, aber die war zu heiß. Der Fußboden, der war auf einmal so heiß geworden über Nacht, dass da konntest du nicht mehr drauf laufen. Ja, das war schon spannend. Und ja, also ich habe dann die Heizung, die Fußbodenheizung abgedreht. Erstmal schnell, weil es mir einfach zu viel war, zu heiß war. Und das war auch dann gut, weil der Techniker dann gesagt, ja, da hätte ja natürlich auch mehr passieren können. Irgendwie der Estrich da kaputt und hoch und keine Ahnung. Auf jeden Fall, das funktioniert wieder. Mhm. Ja, aber da war schon eine halbe Woche rum. Ja, da hat man schon was zu tun wieder. So schnell vergeht die Zeit. Aber es ist tatsächlich lustig. Man muss die Erfahrung nicht machen, aber so für alle, die sie noch nie gemacht haben und sie hoffentlich auch nie machen werden, ist es lustig, wenn man morgens aufsteht und die Füße glühen einem erstmal weg, obwohl man nicht auf Sand läuft, sondern dann auf Fliesen und der Fußboden, du hast gemessen, waren 42 Grad. War. Ja, ja, und das wär, hätte noch mehr werden können, weil da war irgendein Temperaturbegrenzer war kaputt und dann hatten wir einen Vorlauf von über 60 Grad in der Fußbodenheizung und das ist natürlich viel zu viel. So, und während der Toni damit beschäftigt war, mit dem Heizungsinstallateur hier in die Gänge zu kommen und ich Klopapier aufgefüllt habe, habt ihr uns tatsächlich schon einige Videos geschickt, um uns zu zeigen und allen anderen zu zeigen, wie ihr die Woche so rumbringt. Und darunter zum Beispiel der Dirk, den zeigen wir euch jetzt. Der hatte offensichtlich Spaß in seinem Garten, nicht mit dem Wohnmobil, aber so ähnlich. Und die Bianca hat sich die Zeit auch gut vertrieben. Dann sind ja viele dabei, ihr Wohnmobil irgendwie zu optimieren oder aufzuräumen oder sich schon aufs Neue zu freuen, ja. Und da ist zum Beispiel der Olli. Ich glaube, der Olli, der hat dann Wechselrichter für seinen neuen Kastenwagen in der Hand. Olli hat ein neues Spielzeug. Ja. Fehlt nur noch das neue Auto.
Gitti, danke, dass du uns das glückliche Gesicht von Olli geschickt hast. Wir wissen, Olli ist ja manchmal auch auf der Schattenseite des Lebens und immer sehr, 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 ja, armer Olli. Der Olli. Und er sah richtig, richtig glücklich aus. Also vielen, vielen Dank, Gitti. Viele Grüße und Küsse an euch beide. Es ist beim Olli wie bei mir. Wir sind beide nicht so groß, deswegen kriegen wir nicht so viel Sonne ab. Ja. Wegen der Schatten. Ja, ja, Olli. Alles gut. Olli, läuft Olli. Bei dir. Es fehlt nur noch, ich habe den Namen vergessen. Ja, das neue Auto. Ja. Ja, wir haben den Namen vergessen. Mist, Schande Mist. Auf unser Haupt. Ja. Alle anderen, die dabei waren bei der Namensfindung für den neuen Kasten von Olli, dann vielleicht wisst ihr es noch vergessen. Dann hat uns der Stefan von Stefans Hobbyfilm gezeigt, was er so alles macht. Schau doch mal. Hallo Leni, hallo Toni, liebe Freunde. Viele Grüße aus dem heimischen Badezimmer. Gilly muss arbeiten, ich muss leider zu Hause bleiben und darf putzen. Ja. Eine Tätigkeit. Oh Gott, nein! Und dann habe ich auch endlich mal wieder Zeit, ein bisschen Gitarre zu spielen. Wird Zeit. Also Stefan, so eine Badewanne hatten wir tatsächlich auch mal und es ist ein Horror, die zu putzen. Von daher Hut ab, dass du das machst. Wir haben sie irgendwann rausgeschmissen und gegen eine Wärmesauna eingetauscht. Stimmt. Lang ist es her. Nee, Wärmekabine hieß das. Wärmekabine hieß Wärmesauna das. Wärmesauna ist Infrarot-Ding da so. Ein, ja, war das, ja, ja, das ist tatsächlich lange her. Ja, alle, ja, die sie uns her. Lange folgen, wissen. Die wissen das. Ja. Die müssen das eigentlich alle kennen. Haben wir das gefilmt? Ja, ich glaube schon. So, dann hat der Wolfgang uns ein Video geschickt und der Volker hat uns ein Video geschickt. Die zeigen wir euch jetzt. Hallo liebe Leute, ich grüße euch aus Frankfurt. Wie verbringt man die Zeit in der Corona-Krise? Naja, wir haben Glück, wir haben Urlaub, müssen nicht raus an die Arbeit. Die erste Woche waren wir sogar noch in Mainflingen auf unserem schönen Stellplatz und jetzt hat der zugemacht. Wir haben zum Glück schöneres Wetter als in Spanien. Wir wären da nämlich jetzt, wenn alles gut gegangen wäre, und sind froh, dass wir nicht losgefahren sind. Ja, und ansonsten, wir haben versucht, einen Online-Videotanzkurs zu machen. Das war schwierig, vielleicht klappt es nächste Woche besser. Und ansonsten geht es uns gut, wir sind gesund. Liebe Lene, liebe Toni, macht viele Videos. Und bleibt gesund. Und Leni, nimm es nicht so ernst. Das Level geht weiter. Tschüss. Ich mache dann auch mal mit bei dem Aufruf, wie verbringen wir unsere Freizeit, die wir durch Corona gewonnen haben. Wir fahren ja nicht nur mit dem Wohnmobil, sondern es gibt ja auch noch andere Dinge zu tun, die man hat. Hobbys, die Sockenproduktion steigt natürlich momentan immens abends an. Und ansonsten habe ich auch sonst noch ein paar Hobbys. Hab einen Bastelkeller, in dem ich so das ein oder andere produziere an Deko und Geschenken. Und irgendwann kommt auch wieder Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran und bleibt zu Hause. So, und während das alles passiert ist, alle geputzt haben, sich auf ihr neues Wohnmobil vorbereitet haben oder sich die Zeit anderweitig vertrieben haben, hat der Toni hier in Greta auch was gemacht. Und das ist ja mega. Ja. Ich habe es nämlich eben schon angeguckt. Weil, passt auf, Freunde, ihr habt ja alle unser Greta-Spezial gesehen zum einjährigen Geburtstag. Und ihr wisst ja, hier, wo ihr jetzt nicht hingucken könnt, hängt der Fernseher an der Wand. Und ihr wisst ja aber auch alle, dass wir so eine Leidenschaft für runde Fenster haben. Und irgendwann, das ist schon lange her, ich glaube es war, als wir in Frankreich waren, ja, saßen wir hier und da sagt der Toni, was meinst du denn, wenn wir da ein Bullauge reinbauen? Ich sage, Toni, da ist... Ja, na ja, gut, ja. Ich sage, Toni, da ist aber der Fernseher. Der und hat er gesagt, wir könnten den Fernseher ja umbauen, dass man den nach unten versenken kann und dann können wir an die Wand ein Bullauge machen. Und da bin ich vollkommen ausgeflippt. Also Emoji-Form, ich habe Herzchenaugen gehabt mal wieder natürlich. Und es hat jetzt lange gedauert, aber jetzt schaut mal selber, was der Toni gemacht hat. Ich habe mir einen Beschlag ausgesucht.
Und zwar handelt es sich hierbei um diese Säule mit dieser Anschraubplatte hier oben. Und wenn man da drauf drückt, fährt das Ding hier raus. Und das möchte ich ganz gern da hinten einbauen. So, was wir als allererstes sehen, ich habe hier mal alles abgeschraubt, was so stört. Dass hier der Sicherungskasten genau mittig da sitzt, wo meine Säule hin muss. Also dann schraube ich den erstmal um, ne? Weil ich verändere an der Elektrik überhaupt nichts. Ich setze nur die Kiste halt ein Stückchen weiter weg davon. So, also das sitzt jetzt erstmal. Den Elektrokasten, den Sicherungskasten habe ich versetzt. Hier unten habe ich noch zur Stütze einen Holzklotz drunter gestellt, dass wenn man da drauf drückt, dass die Last nicht so auf den Schrauben hängt. Und wenn man das jetzt hier andrückt, dann fährt er raus. Und wenn man es runterdrückt, bleibt es auch unten. Ich habe erstmal hier unten ein stabiles Holz als Auflage für die Sitzfläche gemacht. Hinten einen Anschlag für diese Rückwand. Dann habe ich hier noch eine Rückwand, quasi eine zusätzliche gemacht, dass das ein bisschen stabil ist, wenn man da sich dagegen setzt. Der Fernseher geht trotzdem noch runter und jetzt kommt diese eigentliche Rückwand hier hin und den Deckel hier wieder angeschraubt. Hier hatte ich ja den Zwischenboden rein. So, Kissen drauf, fertig. Natürlich ist jetzt das Polster hier vorne ein bisschen weiter nach vorne gekommen, weil der Fernseher muss ja da hinten verschwinden, aber das stört ja nicht. Ich wollte nur noch zum Abschluss sagen, dass ich das Kabel jetzt noch verlegt habe. Das kam ja ursprünglich hier oben raus, das hat mir aber nicht gefallen, wenn es hier da so rumhängt. Also ich habe es jetzt oben rumgelegt, hier runtergelegt und da kommt es jetzt raus. Das ist jetzt noch zu kurz, da habe ich noch eine Verlängerung bestellt und ich kann dann hier diesen Netzschlauch wieder drüber machen und dann funktioniert das. Lalalalalala. Nicht schlecht, ne? Ist das mega, Leute, oder? Ja, jetzt werdet ihr sagen, ist ja noch gar kein Bullauge drin. Stimmt. Ja, stimmt. Aber es dauerte tatsächlich jetzt lange, bis dieser, wie sagt man dazu, Beschlag? Ich habe TV-Aushub, Beschlag, ist egal. Also bis dieses Dingens hier da war, ja. Das hat richtig lange gedauert. Das war von vornherein klar, dass das ziemlich lange dauern wird, bis der kommt. Das hatten die ja schon gesagt auch. Und dann kam der tatsächlich diese Woche. Das war so gut, weil gut Toni gepasst, so viel zu Hause war. Und zack, hat das gleich eingebaut. So, Thema Bullauge, da müssen wir uns jetzt mit beschäftigen, weil wir haben das total auf Eis gelegt. Wir hatten nahezu vergessen, dass wir das bestellt haben, weil es so lange gedauert hat. Und die Löcher kommen dann also weg und dann kommt ein großes Loch rein. Aber dann müssen wir uns jetzt erstmal drum kümmern. Genau. Und solange können wir vielleicht so Magnetdinger von Silvi da hinhängen und Postkarten dranhängen. Das ist ja ein Ding. Das ist ein Plan, oder? Das ist ein Plan. Da muss ich mich noch mit beschäftigen. So, das ist ja auch sowieso. Drücken wir mal wieder rein. Das geht wirklich gut, gell? Ja. Ah, das ist nicht klar, ist das jetzt hässlich, ja. Das ist jetzt sehr hässlich. Darum sage ich ja, wenn man da Bilder oder Postkarten drüber hängt oder irgendwas anderes, so lange. Aber sehr wir fahren Idee. Ja auch nicht. Wir fahren ja auch nicht. Vielleicht also, haben wir ein Bullauge bis dahin. Wir wieder fahren. Also. Da muss ich mich jetzt mal drum kümmern. Ich habe schon mal ein bisschen geschaut. Also es gibt kleine für die passende Wandstärke, aber das wäre uns zu klein. Und das große, was ich gefunden habe von Polyplastik, das da ist die Wandstärke nur mit 27 mm angegeben. Das kann man natürlich hier nicht. Also ich muss da noch mal weiter recherchieren. Vielleicht wisst ihr wohl, wir ein schönes, großes Bullauge herkriegen. Das muss nicht zum Aufmachen sein. Im Gegenteil. Ja. Wir haben gesagt, wenn das geschlossen ist, dann kann erstens keiner einsteigen und zweitens können wir es nicht aufmachen und die Tür geht auf. Ja? Also ich? Ja, ist ja egal. Das wäre mir bestimmt auch passiert. Das kann auf jeden Fall starr sein und vielleicht habt ihr ja eine Idee aus dem Bootsbau oder eine Firma, die sowas auch für die Wandstärken, 34 mm haben wir ja. Also, ja, wir haben ja einige Bootseigner unter euch, wie wir festgestellt haben. Ja. Vielleicht habt ihr da ein paar... Genau. Wo ich jetzt Ideen. Überhaupt nicht, ich habe zwar gegoogelt und recherchiert und bla und hin und her, und aber dieses Polyplastik, das erreicht die Wandstärke nicht und das Carbest erreicht die Wandstärke, aber das ist uns zu klein. Nur mal schon vorneweg. Also, wenn ihr was wisst, schreiben.
Aber da hat Herr Toni eine Idee gehabt, oder? Das war, ja, das hat sich so entwickelt, die Idee. Ja, ja. Nicht schlecht. Ja. Also wie gesagt, bis wir wieder fahren können, ist er sicher auch ein Pullout. Ja, das kann schon sein. So, jetzt haben wir noch ein paar Videos für euch. Nämlich zum einen der Andreas, der sehr musikalisch unterwegs ist. Das könnt ihr euch mal anhören, das ist super schön. Das ist ein Musiker, soweit ich das jetzt so verstanden habe. Ja? Also so ein richtiger Musiker, ja. Ja. Der wahrscheinlich jetzt auch irgendwie Flaute hat, ja. Vermutlich. Ja, aber dafür konnte uns jetzt das schöne Lied singen, ja. Es gibt es auch in der Studioversion im Übrigen. Ich verlinke das alles mal unten in der Infobox. Und auch den Kanal vom Stefan, den verlinke ich euch auch hier unten in der Infobox. Dann könnt ihr da noch ein bisschen rum. Ich muss bei Stefan auch unbedingt noch gucken. Das sieht nämlich sehr amüsant aus, glaube ich. Und das nächste Video ist von Gertrud und Matthias. Gertrud und Matthias, genau. Ja, mit der AIDA. Ja. Die beiden kennt ihr schon aus der letzten Woche. Die haben uns schon ein Video geschickt. Und dieses hier finde ich auch sehr schön. Hat mich wieder ein bisschen zu Tränen gerührt, muss ich zugeben. Wenn du am Boden liegst, deine Seele ermüdet ist und dein Herz dir bis zum Hals schlägt, bin ich hier bei dir, wenn es Ärger gibt, das Leben nicht fair zu dir ist. Wenn die Welle dich zu verschlingen droht, bin ich hier neben dir. Lehn dich an meine Schulter, leg deine Sorgen in meine Hand. Ich steig mit dir auf die höchsten Felsen, schau mit dir hinunter aufs Land. Ich such mit dir nach der Sonne, hol all die Träume von dir zurück. Fang dich auf, wenn du taumelst, geh mit dir Stück für Stück. Die Frage war, was macht man in dieser Zeit? Wie gehen wir mit der Corona-Krise um? Ein Beispiel seht ihr jetzt. Zum Beispiel mit unserem Hund Gassi gehen. Beispiel Nummer 2. Ein gemütliches Abendessen im Rockabilly AIDA. Camping auf dem eigenen Grundstück. Beispiel Nummer 3. So, ihr Lieben, jetzt ist mir natürlich eingefallen, ich habe ja auch noch eine Gitarre rumstehen und ihr habt so viele schöne Gitarrenvideos gezeigt und geschickt. Ich guck mal, ob ich mich revanchieren kann bei euch. Vielleicht ist das auch eine Idee, dass, also du müsstest jetzt ein bisschen üben vielleicht mal und die Gitarre selbstverständlich mal abstauben. Müsste ich, also die muss entstaubt werden, gestimmt werden und dann muss ich meine Finger irgendwie so hinkriegen, dass da auch ein gescheiter Ton rauskommt. Ja, und dann denkst du dir ein Lied aus, das du spielen kannst, was nicht so schwer ist, aber ein schönes Lied, was nicht schwer ist und was du spielen kannst. Ja. Und das übst du dann. Ja. Und dann sagen wir nächste Woche, was das für ein Lied ist. Also du hast jetzt eine Woche Zeit dazu. Ja. Dann sagen wir nächste Woche, was das für ein Lied ist. Ja. Und dann sollen alle, die auch Gitarre spielen können, egal ob gut oder schlecht, auch das Lied einüben und uns davon ein Video schicken. Und dann schneidest du das zusammen, dass es praktisch jeder das Lied spielt, das gleiche Lied und ganz viele unterschiedliche. Und du machst es dann wie, als würdet ihr alle das zusammenspielen. Weißt du, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich verstehe auch, was du meinst. Ich habe das in der technischen Umsetzung jetzt, weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Du schaffst das. Chaka. Du schaffst das. Ja, na klar. Und ihr alle auch und wir auch. So, und ich übe vielleicht noch ein bisschen Sockenstricken. Ich habe schon angefangen. Es gibt ja immer bei Aldi, Lidl und überall anders, Netto vielleicht, so Sockenstricken. Das sind die, wo man Klopapier kaufen kann, wenn es welches gibt. Ja, geh doch zu Netto. So, also, was wollte ich sagen? Da gibt es immer so Sockenwolle und mit Set und Anleitung und so. Und das habe ich ja neulich schon mitgehabt, als wir zum Fahrsicherheitstraining waren, habe ich ja schon angefangen damit. So viel habe ich schon. Vielleicht mache ich vielleicht mache ich einfach noch ein bisschen weiter. Okay. Du gehst jetzt Gitarre üben. Ich gehe Gitarre üben. Du strickst Socken. Nee, erst muss ich noch arbeiten gehen. Ja, okay, dann gehen wir erstmal arbeiten. Ja, ich habe ja auch noch ein bisschen was zu tun. So ist es nicht. Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank, ja. Klopf auf Holz. Ja.
Also, und alle anderen lassen sich nicht unterkriegen. Wir lassen uns auch nicht unterkriegen. Wir kriegen dieses blöde Virus in den Griff und wir kriegen auch alle unsere Konten und alle Probleme in den Griff. Ja, und die Zeit kriegen wir auch rum. Also auch mit sinnvollen Sachen, ja. Vielleicht so das Wohnmobil optimieren, so mit dem einen oder anderen Schubkasten oder so. Vorsicht, Eigenwerbung. Jo. Ach, irgendwer hat uns irgendwo geschrieben, wo wir nicht antworten konnten, ob du auch andere Sachen außer Carrado optimieren würdest. Also, ja. Ich konnte aber nicht darauf antworten, weil ich weiß nicht mehr, wo es war. War es wahrscheinlich im Gästebuch. Vielleicht. Okay. Ich weiß nicht mehr. Also das wer geht. Das war, ich glaube, ich kann mich erinnern, das ging da um einen Wohnanhänger, glaube ich. Ja? Ich habe auch Hümer. Ja, genau. Oder was. Also, schreibt nochmal an info@leniundtoni.de. Da bitte sowas hinschreiben, dass wir auch darauf antworten können. Und dann kommen wir schon irgendwie zusammen. Also ich mache es dann meistens so, ein paar Fotos gemacht, ja, und ich sage dann, was ihr messen sollt und dann irgendwas geht immer. Für alle, die sich gerade gewundert haben, warum ich mein Gesicht so vor Schmerz verzogen habe, ich habe mich verbrannt am Arm und da kam ich gerade unangenehm dran. Oh, mach doch sowas nicht. Das hat gerade ein bisschen wehgetan. Hm. Ist schon wieder vorbei. Also, bleibt gesund. Bitte. Versucht, dieses Virus nicht zu kriegen. Bleibt daheim, haltet euch an die Regeln, dass wir so schnell wie möglich alle wieder irgendwie rauskommen können. Und ja, bleibt und bitte, gesund. Nicht Trübsalblasen, nicht traurig Nein. sein. Denkt immer an eure Seele. Wir kriegen das alle hin. Positiv denken. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen positive Energie geschickt mit diesem Video. Habt bitte weiter Spaß an allem, was ihr macht. Bleibt fröhlich und wir sehen uns spätestens nächsten Montag wieder zahlreich versammelt zu unserem neuen Video mit den ersten Gitarrenklängen von Toni. Genau. Tschüss. Tschüss.